Hallo, meine Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Aufnahme, neue Folge. Ihr seht schon, ja, da Speedy ist auch da. Ja, ihr Hallo. Seht schon, da ist eine tolle Truhe. Da, ich habe wieder was, bisschen was vorbereitet, ja. Damit wir ganz schnell mit diesem Technikkram durch sind. Ganz viel Kreuzkram und ganz viel Kram. ja. Ich weiß schon, warum ich diese Sache. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ja. Aber ich weiß schon, warum ich den Kram nicht so gerne mag. Ich bin mehr so Blümchen und Bienchen. wir haben gesagt, wir machen jetzt mal ein paar Sachen fertig. Das nicht. Ich glaube, das war das. Genau hier, diese Sachen. Dann ist das hier nämlich auch komplett fertig. Das ist das Falsche. Wir fangen hiermit an. 4x Eisen, 2 Diamanten, Redstone und Lapis. So. Lapis, ja. Dann eine schlaue Truhe hier. Und dann haben wir dieses Bau-Gadget. So. Dann haben wir das schon mal. Und fragt mich nicht, für was man die braucht. Ich habe keine Ahnung. Ja, die Dinger sind mit Vorsicht zu genießen. Weil ruckzuck hast du ein ganzes Bauwerk gelöscht. Pier und Einfüg-Gadget, jawohl. Das haben wir dann hoch. Und dann wieder rüber. Und dann gucken. Dann müssen wir noch dieses Schablonending. Schablonending war Gold. Seismaragde. Schablonenmanager, genau. Zack. So. Dann. Ah, da gibt es einen Rollrad. Das nehmen wir auch mit. Ding. Zweimal Lapis. Also vom Prinzip her gehen die Gadgets alle gleich. Ja. Das Gadget. Relief Symbol, ja. So, und jetzt haben wir noch eins. Genau, das war mit Enderperlen. Zack. So. Dann haben wir hier die Dinger. Schon mal fertig. Die packen wir jetzt wieder in die Truhe. Die sind fertig. Zack. Und jetzt muss ich gerade gucken, das war dieser Ring. Das war dieses hier, genau. Das. Und das hier. Ja, der grüne Ring hat das noch. Das ist das. Das hier. Der Ring ist auch ganz einfach zu machen. Dieser Ring hier, der ist auch ganz einfach zu machen. Ich kann es ja nochmal zeigen. So. Also hier 4 Gold, 1 Glowstone und 4 Eisen außenrum. Und dann hat man hier so einen Ring. Also ganz einfach
fertig zu machen. Und wir brauchen 4 Sterne, 4. Gut. Das haben wir dann auch. Und dieses Save for Later. Also wie wir die Spulen jetzt machen, wissen wir ja schon, haben wir schon öfters. Die kriegt man ja von Mobs, ne? Die Solid Feed Experience, diese viereckigen grünen Dinger. Das ist einfach ein Powered, Diamanten zu einem Block. Davon brauchen wir dann 3 Stück. Na, 4 Stück. Hä? Entschuldigung, ich muss schon wieder gucken. Hä, 2 Stück. Hä, wieso habe ich denn so viele? Ah, okay. 1, 2, 3, 3 und 1 in der Mitte. Und dann haben wir dieses Ding. Genau, und jetzt haben wir nämlich wenigstens wieder ein komplettes Ding hier wieder fertig. Na. Ach, das ist auch noch. So, eins haben wir wieder fertig. Was ist ein Fertilizer? Gut. Actuality, okay. Experience Solid Feed. Was ist der Ring of Grow? Lässt der Sachen schneller wachsen? Könnte sein, aber du musst ja auch aufladen. Ich bin manchmal richtig blöd. Wir gehen mal nach unten, weil ich möchte euch nämlich noch was zeigen dann. Hier beim Speedy einmal sneaken und dann setze ich nämlich dann auch hier dieses Save for Later, das setzen wir hier bei uns in die Stube da unten. Das setze ich mal hier hin und genau, ich erkläre euch das gleich, weil das weiß ich tatsächlich, wie es funktioniert. Der Ring kommt hier. Zack, einmal aufladen, bitte. Oh, da kann noch was dauern. Ich brauche von diesen grünen Kristallen. Davon hatte ich aber mehr als genug. Ja. Wie viel ich da reinmache, ist egal, ne? Ja, da kannst du alles hinpacken, was du willst. Kannst du komplett da ist super 100 und hinballern. Oh. In das Ding. Nimmst du so. Fernbedienung mit drüber und dann ballerst das Ding voll. So, ich baller das mal voll. So. So, und wie ihr seht, ich habe jetzt 10 XP-Pünktchen. Also ich habe eben schon ein bisschen was bei Speedy reingemacht, weil der hat nämlich dieses schöne Apparat hier nämlich schon. Und wenn man dann hier XPs hat hier unten, egal wie viele, und man hat diese Kristalle da drin, dann einmal auf All klicken und schwupp, dann speichert der die XP hier drin. Und Speedy hat gesagt, wenn ich die raushole, so ein grüner Kristall, einen. Kannst du ein ganzes Stack raushole. Und dann kannst du da jederzeit wieder zurückschmeißen, was du brauchst. Und dann kriege ich, du gesehen, einen. Ja. Dann kriege ich XP wieder zurück. Ne? Also da kann man dann. Genau, und das, was man nicht braucht, macht man wieder rein. Und wenn du es nicht brauchst, machst du mal rein. Ja, dann gehen die nicht verloren. Wenn man dann mal stirbt oder so, dann ärgert man sich. Gehen sie nicht verloren. Das ist praktisch. Yay. Oh. Ja. Gut, wir gucken mal, ob das Ding jetzt aufgeladen ist.
Yay! Und jetzt guck mal, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das denke. Das Glühwürmchen. Nee, ich glaube, bei Blumen funktioniert es nicht. Du hast einfach, was das Ding genau gut ist. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach so, das kann ich ja da gar nicht hinsetzen. Wachstum, ob für Getreide oder sonst irgendwas, könnte sein. Ich stehe hier nie richtig drauf. Ach, jetzt. Yay, wir probieren das jetzt mal aus hier. Geh weg. Oh, versucht. Da kam er aber vom Dach gefallen. Das war ein Zombie-Dorfbewohner. Hm. Das funktioniert nicht. Also der verliert schon Energie, aber... Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Hä, hey, beim... Doch, du, bei mir wächst dann gar nichts. Oder hast du das hingesetzt? Ja, den hab ich da reingesetzt, so. Okay, oder hast du da ein Setzling durchgesetzt, so? Ach so, okay. Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Also, da muss ich den vielleicht irgendwo in der Maschine machen oder so, also ich weiß es nicht. Irgendwas scheint das schon zu machen, aber... Hm. Keine Ahnung. Ja. Oh, na ja. Hm. Ja, da hat Waldes Saft verloren. Ach, wir werden noch rausfinden, wie das Ding funktioniert. Irgendwie. So. Das haben wir gekriegt. Und das haben wir gekriegt. Und jetzt machen wir... Na, wo ist mein Buch? Da. Das haben wir jetzt komplett und dann machen wir jetzt hier oben, glaube ich, weiter, ne? Nee. Nee. Habe ich schon. Die habe ich auch schon. Da weitermachen. Nee. Da weitermachen, genau. Hier. Dieses Ding. Dieses Ding machen wir jetzt. Diesen Stab. Da habe ich auch schon vorbereitet. Die Ender-Caching hatten wir ja schon beim letzten Mal, hatte ich gezeigt, wie die geht, glaube ich. Wenn nicht, dann zeige ich es halt jetzt nochmal. Ist ja kein Problem. So. Black of Quarz. Hä? Kannst du bei mir das drei Diamanten, also Kristalle. Aufgeladene Kristalle. Und vier Enderperlen. Und dann bekommen wir schon so eine Ender-Caching. Wie ein normaler Enderblock geht, ist klar, ne? Vier Enderperlen. Die haben wir auch schon gemacht, die Batterien hier mit dem, ne? Sollten wir eigentlich, sind alle Materialien da, um das so machen zu können. So, machen wir das dahin. Das kommt dahin. Dahin. So und so. Und dann haben wir diesen Teleport. Stab, den wir auch noch aufladen müssen vorher. Machen wir später. So, dann haben wir dieses Ding hier. Und zwar ist das, das nehme ich mal, oh, können wir Enderperlen. Und zwar hier dieses hier, das sieht aus wie ein, ich würde sagen, das sieht aus wie ein, wie eine Eistüte. So eine Soft-Eistüte, weißt du, so Soft-Eis. Aber das ist ein Bohrer. Was wir damit machen, weiß ich auch noch nicht. Das ist wie so eine Art Pickaxe. Wir brauchen drei normale Diamanten, dann zwei Goldrollen und diese Drill-Cores. Die kann man machen, aber ich habe ja welche gefunden. Die haben wir ja gefunden, also benutzen wir die auch.
Und die Enderkristalle halt sind aus diesen Sternen ein ganzer Block. Da brauchen wir auch 3 Stück von. So. 3, 1, 2 und was fehlt noch? Hä? Was fehlt doch noch? Hab ich was vergessen? Ach, die Diamanten. Hab ich überhaupt einstecken, die Diamanten? Ja, da. Da. Und zack. Weiß ich nicht. Dann haben wir den auch fertig. Yay. Oh, was nehme ich denn? Drill Silk Touch. Also das Einzige, wo ich was mit anfangen kann, ist tatsächlich nur mit dem Silk Touch. Das andere weiß ich gar nicht, was das sein soll. Block Placing Augment. Mining ist eigentlich logisch. Drill Speed. Was soll ich nehmen, Speedy? Welches von diesen Dingern? Drill Speed ist Geschwindigkeit. Ja. Also wie Haste, denke ich mal. Das andere war ja klar, das ist das Drill Touch. Fortune Augment. Was hast du noch? Wenn ich das jetzt richtig, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ich habe keine Ahnung. Fortune ist Glück. Dann Mining halt. Ich muss mal, ob ich es finde. So, was war denn das? Ja. Block. Place. Aber dem Drill, gell? Wo ist denn der? Jetzt muss ich erstmal suchen, wo der ist. Ich will auch nicht irgendwas nehmen, wenn ich nicht weiß, was am besten ist. Ja, Fortune ist, Glück. Mining Argument, das ist, boah, kann ich auch nicht genau sagen. Blockblazing ist irgendwas mit Blockplatzierung, genau. Ja, sagt ihr da mal. Jetzt auch Blockplatzierung. So übersetzt. Ja, Mining halt. Ja, Mining ist, Abgrabung. Ja. Und Speed ist Geschwindigkeit. Silk Touch ist Behutsamkeit. Fortune ist Glück. Ja, wenn du schon Silk Touch hast, dann nehme ich Fortune. Dann nehme ich Glück. Dann nehmen wir mal, nehme ich Glück. Ja. Gut. Weil wir müssen ja nicht zweimal das gleiche dann machen. Das ist ja, das muss man ja nicht. Jo, dann habe ich das ja auch fertig. Ich glaube, dann ist unsere Truhe schon wieder leer, ne? Okay. Ich mach mal alles da rein. Alles da rein, was wir jetzt gemacht haben. Und dann gehen wir mal den Stab aufladen. Hast du eigentlich einen Teleporter hier? Nee, ne? Hier hast du gar keinen, ne? Nee, weil da unten ist nichts großartig. Flum, flum, flum. Ich verlaufe mich hier immer bei dem. Zack. Rein. Batterie. Boah, der braucht aber ewig. Ne, der ist schon fertig. Also man kann dann halt so in... Ja, teleportieren, so gewisse Reichweite, wo man gucken, wo man halt sehen kann. Kann man hin. Das ist gut. Der geht aber schnell leer, ne?
Ja, dafür ist der Stab eigentlich okay, wenn man so, ja, wie Enderman durch die Gegend hüpfen will. Ja, ich meine Wolke. Genau. Gut, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Ein paar Minütchen. So, wenn du willst. Ich bin jetzt gerade gucken, dass ich ziemlich auf dem Stand bin von dir. Dann kann man noch. Du hast ja auch noch ein paar von den Pipes offen, ne? Von den ja, diese Item Ducts. Da habe ich noch ein paar, ja. Ja. Fluid Ducts oder was? Drauf ich auch. Oh, meine Güte. Was wir machen könnten. Machen wir das Ende noch komplett durch. Diese Steine, ne? Die Betonsteine, die sind doch. So, wir haben wieder ganz viel gelootet. So. Huch. So. Ganz viel Zeug gemacht. Wo wir immer noch nicht wissen, also wo ich nicht weiß, was man damit machen soll. Mhm. Also die Sachen hier, diese Gadget-Dinger, die müssen mit Vorsicht benutzt werden. Am besten irgendwo mal hingehen, wo man nicht unbedingt was hinbauen will oder so, sondern einfach mal ausprobieren. Ja. Das könnten wir eigentlich mal machen, oder? So. Das Locator. Wir haben ja Zeit, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, das habe ich. Ich meine, das meine ich. Irgendwo ja. Ganz dahin hinaus, wo Kasten, das viele Kies ist. Kastenbehälter sagt mir jetzt nichts. Schablone. Irgendwo dahin, da kannst du viel Kaffee verkehrt machen. Halt auch nichts, weil ich kenne diese Mod gar nicht. Ich weiß gar nicht, was man damit macht. Gehst du mit? Ich wollte eigentlich noch die A-Quest noch die in zwei fertig machen. Okay, komm. Aber ich nehme mal meine mit, dann kann ich selber mal gucken. Die muss ich aber noch aufladen. Ach, die müssen aufgeladen werden. Die muss ich aufladen. Oh. Ja. Das auch noch. Hab ich eigentlich auch schon so eine Batterie? Weißt du, wie lange die brauche? Oh, doch, tatsächlich. Die gehen aber fix auf die Lade schnell. Die sind ratzfatz voll. Schwupp, schwupp, das letzte noch. An den brauchst du gar nicht aufladen, wie es aussieht. Was ja. Für eine Maschine? An die Maschinen brauche ich noch. Die muss ich noch überholen. Ah, muss ich den auch mitnehmen? Der graue Block. Ich weiß nicht, für was der ist. Der ist irgendwie bei dem Kopierer war der dabei. Das ist Schablone-Ding irgendwie. Keine Ahnung. Kastenbehälter, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, ich nehm's Ammo mit. Nimm deins Ammo mit. So. Gut, ich hab alles. Den muss ich, glaub, nicht aufladen. Hä? Ja, dann gehen wir mal. Ja, gut. Hier hast du das Ding. Da das hinten, ohne Ding wir, und oder? Das Kästchen. Ja, gehen wir da hin und noch. Aber habe ich da schon ein bisschen geebnet. Abgegrabt. Ja, da brauchen wir Platz für, das stimmt. Weil für das Astral brauchst du eh jede Menge Platz. Und es wird dunkel. So, versuch dich doch an dem Hügel, du Hühner. So, in dem Kiesbastel. Geht's in die Höhle nun. Vorsicht. So. Baugadget, Austauschgadget, Kopier. Simulier-Gadget. Warnung, dieses Gerät zerstört Blöcke. Steht extra dran. Ja.
bei dem Demolier-Gadget. Ja, steht extra dreimal drauf, gehe ich. Guck. Warnung. Dieses Gerät, dieses Gadget zerstört Blöcke. Wir brauchen Truhen dafür, ne? Ja, weil der funktioniert so nicht, so wie das aussieht. Aber was? Einfach so mit draufklicken ist nicht. Oh. Doch, Shift, Sneaker. Oh! Wenn du Sneaker, ich komme schon in den Menü hin. Und du stellst in die Reichweite, was er abbauen soll. Wie viel? Ein Block, zwei Blöcke, drei Blöcke. Tiefe, Breite, Länge, Höhe. Ah, ich weiß nicht. Mach mal meinen Block da hinten an der Seite mal gerade weg. Geh weg, aber geh weg. Spann mal links zwei, rechts zwei, down zwei. Ja. Okay, der zeigt das an. Ja. What the... Ja. Hast du jetzt riesig gerade. Oh! Ja, das war eigentlich gesagt, das sind die Dinger mit Vorsicht zu genießen. Das ist doch nicht 8x8. Weil der löscht komplett das alles. Das... Ja, das will darfst du nicht zu geil stark instellen, weil okay, dann hast du die Arschkarte gezogen. Creeper! Ich will das rückgängig machen, wie geht das? Nein, ich meinte eigentlich... ja, das Loch oder was? Die Einstellung. Oder Sneak und Botte klicken. Dann kannst du bei Retour drehen. Ich mach mal 2-2. 2. Okay. Das sage ich schon, das Ding ist mit Vorsicht zu genießen. Okay, ist halt dann was kleiner. Wo ist denn jetzt mein Loch? Da. Ja, okay, das ist ein bisschen überschaubarer. Also macht die Fläche nicht zu groß. Ja, und ja. Ja, die Blöcke verschwinden schon, also komplett. Da vernichtet die Blöcke komplett. Das heißt, also auch kein Zugeklumpe und Gemülle und... Ja. Außer ihr wollt die, ihr braucht die Kies-Sachen natürlich oder wollt die behalten, dann, müsst ihr die halt normal abfarmen, ne? Das ist klar. Aber guck mal so, zack, zack, und dann hat man schon einen ganzen Berg abgebraddelt. Das ist schon praktisch, ne? Wenn du so große Fläche in Ebene willst oder so, ja. Ja. Und das andere das ist wahrscheinlich für aufzufüllen, oder? Oder zum Kopieren. Indio. Baugadget, warte mal. Ja, es ist eigentlich, wenn man es verstanden hat, ist es eigentlich ganz simpel. Oh. Nicht neu. Ja, was denn? Okay, cool. Mit dem Baugadget kannst du dann anzeichnen, wie du weiter das du auffüllen willst. Guck. Zack, wenn du fertig bist. Okay. Musst du die Materialien im... da, Creeper. Ach, Mist. Nee. Nee. Nee, muss ich nicht im Inventar haben. Anscheinend musst welches du dann instellen, was du haben willst, oder was du Baugadget? Wenn,
Bau. Wenn du jetzt nie geduscht, kannst du das auch nehmen, was er Block haben willst. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich will Kies haben. Ja, bitte, ja, zack. Ja, ich sehe, ja. Dann pflanzt der Kies. Wenn ich sage, ich will Stein, dann kannst du mit Steinen wieder auffüllen. Kannst du rein, dann ist der riesen Loch wieder auffüllen, Döner. So hast du dann halt. Nice. Wenn ich mit Sneaker auf den Block klicke, ja, dann geht das rucki zucki. Ja, also, ich finde das jetzt irgendwie cool. Jo, mit dem Kopierding denke ich mal, dass er dann sagen kann, gut, du machst ein Gebäude, du kannst komplett das kopieren, ist, das kannst du auch anders cool, oder? Ja, da kannst du ein Gebäude einfach nehmen, kopieren und irgendwo infügen. Warte mal, ich probiere mal gerade. Kopiere und einfügen Gadget. Okay, das ist mir zu. Hallo Zombies. Das ist dunkel. Nee. Nee, das ist irgendwie noch nicht so. Baugadget, kopier und einfüg. Wie kopiere ich? So, ah, ich. Ja. Mit der Maus. Okay. So. Kopieren. Und dann kann ich das. Hier denke ich mal. Ja, irgendwie hat er das noch Area copied. Und wieso kann ich das nicht einfügen? Hä? Lass mich in Ruhe. Hey, die Dinger sind ja schon cool. Ja, das kann sein. Wahrscheinlich brauchst du davor das Schablone-Manager. Da kannst du nämlich das, was ich rausgehört, speichern auf Papier oder irgendwas, wie es aussieht. Als Schablone vorab. Hm. Und dann kann ich das dann jederzeit mal reinhole. Aua. Da kannst du dann eine Schablone von dem Gebäude machen. Und dann kannst du das jederzeit mal rausziehen. Also ich finde, das ist mal ja, nice. So hast du dann ja, ruckzuck, wenn du größere etwas, Gebäude machst, oder wo kreisch. Ja, wenn du da hinten jetzt große Grünfläche machen willst für Inselebene und mit Erde zu füllen, ist das optimal. Ja, sehe ich auch so. Da hast du die Buddelarbeit gespart. Creeper. Achtung, Zombie und Creeper. Creeper, da macht du hinten Karussellfahrt. So. Ja, das ist eigentlich nicht verkehrt. Ja. Also wie gesagt, beim Abbauen ein bisschen aufpassen. Sonst habt ihr genauso wie ich jetzt so ein Riesenloch da reingehauen. Ja, muss ich genau instellen. Ja, und beim Einfügen mit neuen Sachen kann man natürlich dann auch aussuchen. Da muss man halt einfach nur den Block, den man halt einsetzen will, halt mitnehmen. Und dann kopieren und dann macht er das ganz automatisch. Ohne Ressourcen abbauen zu müssen, ist natürlich cool. Ja. Ein bisschen Cheating, ne, finde ich. Aber okay. Ja. Ja. Wieso wächst du nicht hier, ne? Warum wächst du nicht? Vielleicht falsches Biom. Zu kalt, ne? Kann sein, ja. Eindeutig könnte man dann hingehen. Das Gebäude, weil wo ist, ich weiß ob da noch... Ja. Oh, the blaze. Das Gebäude hier, ich weiß nicht, ist da auch was noch drunter, oder? Ja, sieht so aus. Das komplett rauskopieren und irgendwo anders aber hinstellen. Ah, das ist so Basalt Blaze. Überall Löcher hier. Hat er wenigstens was gedroppt? Nee, noch. Ja,
So, beim nächsten Mal, also in der nächsten Folge, weil jetzt ist die Folge nämlich auch vorbei. In der nächsten Folge, da zeigen wir euch, wie man die Pink Slimes macht. Weil die braucht man nämlich dann für die nächsten mechanischen Sachen. Und dann sind wir auch schon wieder ein Stückchen voran. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann irgendwann mal wieder in den Twilight, dass wir die Bosse machen. Dass wir auch mal was anderes sehen, außer jetzt immer nur das Bauen. Oder? Jo. Jo. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.